So, ich scheine irgendwie beim letzten Mal vergessen haben zu speichern, aber ich glaube, ich habe alles nachgemacht, was ich machen wollte, konnte und so weiter. War das der Playground? Denn ich habe den Minzkopf ja letztes Mal gefunden und diesmal auch. Und jetzt kann ich... Du hast keine Münzen. Okay, ich habe keine Münzen. Geld, aber keine Münzen. Damn it. Willkommen in der Spielhalle. Brauchst du noch Spielmünzen? 50 Münzen kosten. What? Möchtest du welche kaufen? Ja. Ich muss es tun. Nein, mehr will ich nicht. Alter. Ja, okay, 1000 ist auch nicht so extrem, aber schon ein bisschen. Wie viel sind's denn? 3. Da. Muss ich auch schon was klicken? Zack, zack. Mist. Achso, warte mal, das kann ich ja auch richtig selbst sein, warte mal. Zack. Und zack. Und zack. Damn it. Hat das was gebracht? Gewinn 300. Oh. Also egal, auf welcher Reihe die sind, ich gewinne was. Awesome. Na, das nennt sich doch mal... Ja, komm, gib's her. Noch einmal. Ja, kann ich auch mehr als 3 setzen? Okay, warte mal, ich glaube, ich muss selbst ziehen. Zack. So, und zack. Und zack. Damn it. Okay, noch ein letztes Mal. Kann ich hier irgendwo mehr setzen? Wow, nice, bingo. Okay. Ich will noch einen 300er. Zack, zack, zack. Mist. Komm schon. Zack, zack, zack. Mist. Ich schaffe es noch. Noch ein. Was? Zack, zack, zack. Damn it. Ich muss auf das schwarze Ding achten. Okay. Na, zack. Das war das falsche schwarze Ding. Aber guck mal, fast mit dem blauen Viech da geschafft. Zack. Oh. Dude. Komm, nochmal. Zack, zack, zack. Oh, guck mal, fast wieder mit dem blauen geschafft. Und zack, zack, zack. Oh, das gibt's doch nicht. Zack, zack, zack. Na, also, jetzt habe ich das... Oh, das gibt nur 10. Du willst mich doch verarschen. Okay, ich habe keine Lust mehr. Gibt's hier noch andere Automaten? Aber auf jeden Fall habe ich meine Münzen schon vervielfacht. Das hier ist dasselbe? Ei. Will ich nicht. Gibt's hier noch andere? Dün. Ist das hier auch dasselbe? Ja, yep, langweilig. Ja, komm, lass mich da raus. Das hier ist auch dasselbe. Der lässt mich hier einfach nicht weg. So, was ist das hier? Willkommen! Wir tauschen deine Spielmünzen gegen tolle Preise. Welchen Preis möchtest du? Ich brauche 5000 Münzen dafür. Holy Kakadu. Adieu. Hast du auch was anzubieten? Welcome in. Wir tauschen deine Spielmünzen gegen tolle Preise. Warte. Ich hab... Oh, jetzt habe ich einfach so geklickt. Komm, komm, komm. Der kann auch nicht einfach... Der letzte Satz kommt und dann zack kommt das nächste Ding. Ich muss sagen, das ist voll... Oh, ein Abra. Ein Tragosso. Und ein Boeing genau. Also ein Abra weiß ich nicht, was das war. Aber ein Tragosso. Oh. Oder ist der Stier? Ich habe keinen blassen Schimmer eigentlich. Aber Boeing genau habe ich auch schon mal gesehen. Boeing genau, war das nicht... Dieses tropfenförmige Ding? Hm. Kein Schimmer. Will ich irgendeins davon haben? Keine Ahnung, also die TMs. Boah, da musst du echt ewig spielen. Kann man nicht irgendwo mehr setzen und mehr kriegen? Wow, was ist das denn? 3 Münzen setzen, ja. Ach so, ein... Zieh eine Karte. Worauf setzen? Warte. Wo krieg ich denn den höchsten Gewinn raus?
für das 24-fache von jeweils gesetzt, kriege ich hier raus? Das ist das Maximum, was ich rauskriegen kann? Hier das Vierfache. Ja, ich setze jetzt. Zack, Mist. Ja. Komm schon. Komm schon. Guck mal, das 24-fache in meinem Gewinn ist auch nicht viel. Warte mal, warte, warte, warte. Jetzt wollte ich mal anders setzen. Zack. Boah, jetzt habe ich endlich mal was gekriegt. Okay. Das von Anfang, also wenn es immer weniger werden, das ist ja was anderes. So, das heißt, ich setze jetzt am besten hier drauf. Jo. Mann. Okay, und zack. So, oh, es ist wieder ganz leer. Und ich mache Gewinne. So, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es hier ist. Okay, nein, leg mich, ich habe keinen Bock mehr. So, nochmal gewonnen. Ah, jetzt habe ich schon wieder ja geklickt. Mach mal hier. Me, damn it. Okay, hier ist was anderes. Was ist mit hier? Das ist auch das hier. Gibt es noch ein anderes? Ich will irgendwas, wo ich 300 setzen kann und 12.000 gewinnen kann. Was ist das denn zum Beispiel? Kann man nichts machen. Was hat die mir zu sagen? Ich höre erst auf, wenn ich gewinne. Tja, ich habe schon gewonnen. Ich spiele nur an diesem Automaten. Ich glaube, er spuckt mehr aus als die anderen. Ja. Weiche von da. Naja, du hast eh Unrecht. Ich liebe diesen neuen Automaten. Er stellt eine größere Herausforderung dar als jene in Prismania City. Oha. So, whatever. Hier war ich. Was ist das? Das ist der letzte Markt. Warte mal, von hier unten. Hier unten habe ich alles erkundet. Bin ich dann nach links gelaufen und in den Untergrund. So, und hier war ich zum Beispiel noch nicht. Es soll einen neuen Fahrradladen geben. Aber ich kann ihn nirgends finden. Tja, open your eyes. Vielleicht ist er da. Oder hier. Behandelst du deine Pokémon gut? Werden sie dich regelrecht lieben? Oh, lass mich dein Sand ansehen. Als Assassin. Ja, zum Anweisen. Wie du weißt, nein. Wenn ich meinen Pokémon ein Item gebe, dann freut er sich. Crazy shit. Ständig verliere ich in Kämpfen und meine Pokémon werden immer besiegt. Das mag der Grund sein, warum mich meine Pokémon nicht mögen. Tja, sie mögen dich nicht, weil sie schwach sind. Das macht Sinn. Und weil du schwach bist, das macht auch Sinn. Ihr seid einfach alle drei zusammen schwach. Läuft. Ich bin hierher gezogen, aber ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum nur? Würdest du ein Fahrrad fahren und so Werbung machen? Nee, sowas mache ich nicht. Ja, großartig. Gib mir bitte Name und Nummer. Dann leihe ich dir ein Fahrrad. Celine leiht sich ein Fahrrad aus. Celine steckt Fahrrad in weißes Items. Meine Fahrräder sind erste Klasse. Du kannst sie überall fahren. Das ist eine Lüge, man kann sie nicht in Gebäuden fahren. Beutel? Da. Fahrrad. Okay. Warte, wenn ich Fahrrad... Ich habe eine Idee, ich habe eine geile Idee. Zack. So, wenn ich jetzt... Fahrrad, was heißt das? War, dass ich Fahrrad eingetragen. Heißt das, wenn ich jetzt... Okay, oder... Nein, warte. Das heißt es, wenn ich jetzt... Wow. Awesome. Ich selecte, drücke, kriege ich das Fahrrad. Awesome. So, jetzt brauche ich nie wieder Speed-Taste zu benutzen. So. Okay, weiter nach oben. Obwohl, war ich hier schon? Ja, hier ist... obwohl, nein, hier war ich noch nicht. Was habt ihr zu sagen? Eine falsche Taste. Hat sich dieser Mann in Schwarz als Mitglied von Team Rocket verkleidet? Wie dämlich! Der neue Radioturm wurde erbaut.
um den alten zu ersetzen. Oh, really? Was ist das denn hier? Was für ein Flughafen? Bahnstation? Der Zug ist nicht gekommen. Ich hab's. Ich werde die Passagiere auf dem Rücken tragen. Das wird nicht funktionieren. Bist du dir sicher? Also, ich glaube, es ist eine Idee wert. Außerdem, welche Passagiere denn bitte? Da sitzt niemand. So. Willkommen! Okay. Die hat einen aufregenden Job. Hallo, bist du wegen der Glückszahlshow hier? Soll ich die ID-Nummer deiner Pokémon überprüfen? Wenn du Glück hast, gewinnst du einen Preis. Die ID-Nummer dieser Woche lautet 2197. Mal sehen, ob du Glück hast. Ding, 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 ding. Ah, leider stimmt keine deiner Ziffern überein. What a Dreck. Bei uns läuft momentan ein besonderes Quiz. Beantworte die 5 Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen. Stecke es in den Pokémon, um überall und jederzeit Radio hören zu können. Möchtest du am Quiz teilnehmen? Frage 1. Gibt es ein Pokémon, das nur vormittags erscheint? Ja. Ich habe keinen Schimmer, aber bestimmt. Korrekt. Frage 2. Ist diese Aussage korrekt? Du kannst Bären nicht im Supermarkt erstehen. Ja. Yes. Richtig. Frage 3. Ist VM01 Blitz? Ja. Do. Ich bin mir sicher, dass das Blitz war. Die einzige Frage, bei der ich nicht geraten habe. Oder war das... Ja. War das nicht 1? Ich gucke da gleich nochmal nach. So. Die Antwort wäre ja. Ja, und die dritte Frage war... Ah, ne. Supermarkt Bern ist ja auch ja. Nein. Offenbar nicht. Nicht übel. Es folgt der Arena-Leiter von Diola City, der Vogel-Pokémon einsetzt. Also Falk ist jetzt Vogel-Pokémon ein, aber ich wüsste die Stadt jetzt nicht. Hier, die letzte Frage. Jetzt wird's spannend. Ist bei den einheimischen Banditen in der Spielhalle von Lucatia City ein Glomanda auf einer Rolle abgebildet? Nein. Ha. Perfekt, dass ich es gerade gespielt habe. Bingo, richtig. Glückwunsch. Hier, hast du deinen Müll. Den brauchen wir eh nicht. Radio-Reste. Oha, I got a radio. Jetzt kannst du bla 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 bla. Ich liebe Margret vom Pokémon Talk. Ich kenne aber nur ihre Stimme. Oh, Gucci Gu. Ben ist ein großartiger DJ. Seine sonore Stimme lässt mich dahin schmelzen. Sonore Stimme. So. Wenn Pokémon Schlaflieder im Radio hören, schlafen sie ein. Das heißt, ich kann alle meine Gegner mit meinem Radio vernichten. Bummel. Ohne deine blaue Karte kannst du keine Punkte eintauschen. Vergiss deine blaue Karte nicht. Was für eine blaue Karte? Buena. Ich bin Buena. Hast du schon von der Buena Radiosendung Passwort gehört? Wenn du mir das Passwort aus der Sendung nennen kannst, erhältst du Punkte. Sammle die Punkte und tausche sie bei diesem netten Mädchen da drüben gegen einen Preis deiner Wahl ein. Bitteschön. Das ist deine eigene Punktekarte. Selina hält blaue Karte. Jetzt habe ich eine blaue Karte. Woohoo! Selina hält blaue Karte in Basel Basis Items. Höre dir meine Passwortsendung an. Okay, das mache ich jetzt. Poke the com. There it is, the radio. Hier ich hin. Ah, da. Nichts. Nichts, 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 nichts. Nee. Das ist Ice Talk. Nichts, 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 nichts. Nichts, nichts. Glückskanal. Nichts, 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 nichts. Jetzt reicht's langsam. Nicht. Wo ist denn der Glückskanal? Ach, Glückskanal sage ich, aber Dingens, wo diese Bueno? Hier ist der Glückskanal, aber dieses Handwerk hat sich nicht Passwortkanal gesagt. Ja, wie geht es euch nun?
Geht es euch gut oder geht es euch nicht gut?